Es ist Punkt 11. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Webinar. Heute zum Thema Service Management im IoT-Umfeld. Es freut mich außerordentlich, meine beiden Gastreferenten heute begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das der Hans-Peter Seiler von unserer Schwesterfirma, der Frox AG. Wir sind beide, Noser Engineering sowie Frox AG, in der Noser Gruppe zusammen verbunden. Und es freut mich auch außerordentlich, unseren Gastreferent von unserem Partner BMC dürfen Sie begrüßen, den Matthias Weidinger. Sie werden heute zu dem spannenden Thema Ihr Referat halten. Kurz zur Agenda. Als erstes kurze Führung. Wer ist Noser Engineering? Dann werden wir hören, wer die Frox AG ist. Und dann geht es direkt ins Thema in der IoT Journey vom Device zum Business Service Model. Dann sehen wir Service Management am Beispiel von einer Windparkanlage. Und am Schluss, je nach Zeit, haben wir sicher noch die eine oder die andere Frage, die wir gerne für Sie durch das Expertenteam Löndler beantworten. Wer ist Noser Engineering? Noser Engineering ist seit knapp 40 Jahren auf dem Schweizer Markt und wir haben den Fokus auf Dienstleistungen in der technischen Informatik. Wir sind sehr lokal aufgestellt, das heisst, wir sind in den grösseren deutsch-schweizer Städten vertreten. Wir sind rund 200 Mitarbeiter im Standort Schweiz und wir sind auch sehr stolz darauf, dass unsere Lehrlingsausbildung stark gefördert wird in unserer Schwesterfirma Noser Young. Dort haben wir rund 80 Lehrlinge, wo wir ausbildet, dass wir da am Nachwuchsmangel können, entsprechend immer genügend Fachkräfte bei uns haben. Dann würde ich gerne das Wort Hans-Peter übergeben. Hans-Peter, wer ist die Frox AG? Oh, musst du noch das Mikro aufmachen? So, jetzt ist besser. Merci, Oliver. Frox ist, wie gesagt, auch ein Unternehmen von der Nosengruppe. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich des Service Management, speziell IT Service Management und der Automatisierung von Geschäftsprozessen, also das Business Process Automation, wie man heute so schön sagt. Wir entwickeln seit über 25 Jahren solche Lösungen für Kunden in ganz unterschiedlichen Branchen. Und arbeiten dort eigentlich auch mit verschiedenen Partnern zusammen. Die seht ihr rechts oben, BMC, ServiceNow, Axon, Camunda. Das ist unser Technologiepartner. Und ein ganz langjähriger Partner im Bereich Service Management ist BMC. Und darum freut es mich heute ganz besonders, dass wir heute einen Gastreferent von BMC bei uns haben. Gut. Wenn wir jetzt uns die als kleinen Einstieg etwas vorstellen. Meistens hat man ja bei IoT, wenn man über das redet, so ein bisschen Technik im Sinn. Also man fragt sich, welche Sensoren wollen wir einbauen, welche Technologien wollen wir einsetzen. Aber IoT ist ja kein Selbstzweck, sondern soll ja Prozesse effizienter machen und dem Business helfen, konkurrenzfähig zu bleiben. Wir von der Noser Group unterstützen eigentlich unsere Kunden auf der ganzen IoT-Journey und so, wie wir es jetzt eigentlich aufgezeigt haben, also von der Entwicklung von intelligenten Geräten bis zur Unterstützung von innovativen Business-Services oder vielleicht sogar von neuen Business-Modellen, da könnt ihr eigentlich von der Noser-Gruppe überall Kompetenz erwarten. Wir haben es ein bisschen eingezeichnet, orange, das sind so ein bisschen Kompetenzthemen von der Noser Engineering, das ist eher technischer Natur. Die blauen Themen sind eher der betriebswirtschaftliche Prozess ein Teil, das ist eher Kompetenz von uns als Frox. Wenn wir die Reise ganz kurz anschauen, links angefangen, heute kann man fast alles messen, je mehr Sensoren, je mehr Daten gibt es. Das kann natürlich auch dazu führen, dass eine riesige Datenmenge anfällt, die sogenannten OT-Daten, also Operational Data, die irgendwo ja müssen bearbeitet werden. Messen alleine bringt nichts. Die Sensoren müssen vernetzt werden. Sie müssen erkannt werden, dass man sie abfragen und steuern kann. Und da spielt natürlich auch das Thema Datensicherheit immer eine größere Rolle.
Und da hat speziell die Noser Engineering entsprechende Erfahrungen und sie haben ja schon Webcasts dazu durchgeführt. Das kann man auf der Webseite nachlesen. Dann, die gemessenen Daten müssen natürlich analysiert werden, damit man Anomalien erkennt. Anomalie kann entweder ein akutes Problem sein, das vielleicht zu einem Ticket führt, oder es könnte auch nur ein Indiz dafür sein, dass ein Verschleiß da ist, also im Stichwort Predictive Maintenance, dass man das frühzeitig erkennt. Und eine wichtige Frage auch ist, wo findet denn die Auswertung überhaupt statt, wo wird analysiert? Also geht es an einen zentralen Server oder geht es in die Cloud raus? Oder wird es eben lokal am Rand, also der Edge, dort, wo es stattfindet, wird es dort analysiert und ist dort schon bestimmt, bestimmte Logik vorhanden, das sogenannte Edge Computing. Also speziell für Echtzeitauswertungen, so denkt da selbstfahrende Autos und so weiter, da kann man natürlich nicht Daten zuerst in die Cloud aufladen, um sie zu analysieren. Bremsen muss man sofort. Das Thema Service Management als Überwacher vom Betrieb hat zum Ziel, Downtime möglichst klein zu halten. Das heisst, im besten Fall kann eine Störung remote behoben werden, wenn man, wie gesagt, Zugriff auf das Netzwerk und auf die Sensoren hat. Wenn man zum Beispiel ein Reset macht von einem Gerät. Oder anfalls muss das Gerät oder eine Anlage eben repariert oder austauscht werden. Das heisst, es braucht einen Störauftrag und jemand, der gegebenenfalls vor Ort geht und das Problem geht, kann beheben. Wie gesagt, nicht jeder gemeldete Event bedeutet wirklich eine Störung, sondern kann nur Einfluss haben, zum Beispiel auf eine Wartungsplanung. Effizienz heisst auch Automatisierung. Also je effizienter der Prozess ist, desto kostengünstiger wird der Service, der dran hängt. Und da kann man sich, wie gesagt, auch vorstellen, die Prozessschiene gegenüber dem Business zu verkürzen. Das heisst, man hat vielleicht eine Unterstützung im Störungsbehebungsprozess, dass das Ficker-Team unterstützt wird. Man hat vielleicht automatische Bestellung für Ersatzteile, die genau schon an Ort geliefert werden, wo sie verbaut werden. Man hat vielleicht eine Einsatzplanung von Support-Teams, automatische Abrechnungen und so weiter. Also alles, was irgendwie den Prozess verschnellern und bessere Qualität bieten kann. Und wenn man ganz weit raus denkt, gibt es natürlich für das Business entsprechende Möglichkeiten, in neue Service-Modelle, also das, unter dem Stichwort Service-Itation, man häufig kann lesen. Also zum Beispiel, wenn ein Geräthersteller sagt, die verkaufen heute meine Anlagen und bieten nachher einfach eine Störungsbehebung an. Kann in eine Richtung gehen, wenn er sagt, ich biete das Ganze jetzt neu in einem Service-Pack an, ich stelle die Maschine rein, der Kunde kauft sie nicht mehr. Ich muss überwachen, warten, ich mache Störungsbehebung, Predictive Maintenance für den Kunden, so dass die Maschine möglichst rund um die Uhr läuft. Das heisst, ich garantiere eine höhere Verfügbarkeit. Und abgerechnet wird zum Beispiel ein Pay-per-Use, also ich zahle nur noch, was ich verbrauche und nicht mehr einfach einen fixen Preis pro Jahr. Das ist mir bitte, genau. Jetzt der heutige Schwerpunkt auf dieser Reise ist in der Mitte. Das heisst, es geht hier um Service Management und die entsprechende Auswertung auf der Edge, also um Data Analytics Thema, das, was dick eingerahmt ist. Und der Matthias Weidinger von BMC wird uns zum Beispiel von der Windparkanlage das ganze Thema näher bringen. Das Produkt oder die Lösung heisst BMC Helix IoT Edge. Bitte, Matthias. Vielen Dank, Hans-Peter. Ja, perfekt. Ich würde gerne da gleich dein Beispiel als Einleitung nehmen vielleicht. Du hast gesagt, selbstfahrende Autos als Beispiel gebracht. Also ich habe davor auch kurz recherchiert, das erste Edge oder IoT-Device war ein Coca-Cola-Automat, Getränkeautomat, der nur einen Bestand ins Internet irgendwie halt darstellen konnte. Und ich glaube, die Zahlen, die hier auf der ersten Folie von mir jetzt da stehen, sprechen dann eine ganz andere Sprache, wo wir uns hinbewegen. Also die Trends gehen da in die 50 Milliarden Endpoints, wenn man so schön will, wenn wir über Edge Computing bzw. IoT sprechen. Also es geht ja auch, und ich möchte kurz nur eine Einleitung machen, ich glaube nicht jeder, der jetzt der Teilnehmer ist, vielleicht jetzt IoT oder Edge-Experte. Es gibt natürlich diese Konsumenten-IoT-Themen, wie zum Beispiel Smart Home, aber unser Schwerpunkt hier ist wirklich auf dieses IIoT, das heißt das Industrial Internet of Things, und da sind die Industrien wie Manufacturing, Transportation, aber natürlich auch die Windparks
der Welt da davon betroffen. Und die haben einfach riesige Challenges vor sich, aber natürlich auch riesige Chancen. Also wenn man da auch sieht, wie groß der Markt auch dafür ist. Das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, auch miteinander reden, dass dieses Thema extrem wichtig und auch spannend ist. Genau. Also wie sehen wir derzeit die Situation? Bitte nächste Folie. Genau, also derzeit haben wir oder sehen wir auch bei unseren Kunden und auch bei den Industrien noch immer diese Abtrennung zwischen der IT und diesem OT. Also OT, alles was jetzt Operational Data ist. Im IT-Bereich gibt es diese Prozesse schon sehr lange, gibt es auch die Tools sehr lange, sind wir auch als BMC Software schon seit sehr vielen Jahrzehnten, also einigen Jahrzehnten, sehr vielen Jahren schon unterwegs und haben da natürlich auch unseren Schwerpunkt. Und da gibt es diese Segmentation der Tools, also verschiedene Tools, die dann dieses Patching machen, Operations machen, Monitoring machen, das Service Management machen. Also da gibt es auch sehr viel Unterstützung schon, AI, Machine Learning. Aber wenn wir jetzt diese, und die Mauer soll symbolisch diese Abtrennung simulieren, wenn wir auf die linke Seite der Mauer sehen, wo die OT-Welt sitzt, wo diese, also die in der Edge, also diese Assets dann auch fernab von Rechenzentren, fernab von Clouds und da riesen Datenmengen anfallen, sehen wir ganz klar, dass diese Prozesse und auch diese Tools noch nicht im Einsatz sind. Und wenn überhaupt, gibt es da keine Verbindung bzw. keine Synergienutzung mit IT-Data. Und das ist auch die große Challenge. Also bringt mich jetzt zur Erklärung auch der Challenges, wie sie heute auch sind. Auf der nächsten Folie, genau. Das heißt, was sehen wir bei unseren Kunden, bei unseren Partnern auch? Performance ein Riesenthema. Deshalb gibt es ja auch gerade dieses Edge, also nahe am Messpunkt, da wirklich diese Performance zu erzielen und schnell auch Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise auch smarte Entscheidungen, die vielleicht so Service-Outages verhindern können. Bringt auch zum nächsten Punkt der Downtime. Also wenn Sie sich vorstellen können, Sie sind so ein Windparkbetreiber und haben ein Windrad und da passiert jetzt eine Anomalie oder der Ölstand, werden wir später sehen, ist zu niedrig und Sie brauchen zu lange, um da auch festzustellen, welche Zusammenhänge es gibt, weil Sie eben kein Machine Learning haben, keine Artificial Intelligence haben, sondern wirklich auf Menschen angewiesen sind, der jetzt Entscheidungen trifft, dann ist es halt manchmal auch einfach zu spät. Das heißt, das führt zu Nicht-Einhalten der Service Level Agreements und natürlich im nächsten Schritt schlechter Servicequalität. New Tech Rollout und Aging Equipment sehe ich sehr gemeinsam. Es geht einfach darum, da geht es hier um physische Instrumente, um physische Geräte. Natürlich müssen die erneuert werden, das kostet viel Geld. Und natürlich brauchen sie hier ständig eine Wartung. Sie brauchen ständig auch, sie müssen am Zahn der Zeit sein. Sie müssen neue Technologien adaptieren. Und das sind einfach große Challenges. Und diese Kombination dieser fünf Dinge zum Beispiel, machen es eigentlich unmöglich, sich jetzt noch immer manuell um diese Standard, also für IT-Weltverhältnisse Standard-Tasks zu kümmern, wie zum Beispiel ein Operations-Management, ein Monitoring. Das funktioniert einfach nicht. Was ist unser Lösungsansatz hier? Hans-Peter hat es vorher auch schon erwähnt, BMC Helix Edge, Name des Produktes. Wir fokussieren uns wirklich auf diese Industrie 4.0 Bereiche und decken die Kernkomponenten ab, wie zum Beispiel Asset Monitoring und Discovery. Das heißt, auch alle Assets mal ins System reinzuholen, welche Endpunkte, welche Messpunkte habe ich denn überhaupt? Was kommt neu dazu? Da immer mit Dynamic Service Modeling, wie es so schön heißt, aktuelle Daten zu haben und überhaupt zu wissen, was ist im Unternehmen, weil nur dann kann ich auch Maßnahmen setzen, wenn ich weiß, was ich eigentlich auch als Bestands Assets habe. Darauf aufbauend haben wir dieses Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Sehr, sehr wichtig. Also es kommen Events rein, es kommen Alerts rein, Unmengen an Daten. Aus dieser Datenmenge machen wir eben Correlations. Wir bilden diese gebundelt ab, damit auch jemand darauf aufbauen, weiterarbeiten kann und verhindern so auch, dass zum Beispiel ein Teil unnötigerweise zu Bruch geht und können hier auch Maßnahmen setzen, um eben solche Outages zu verhindern. Anomaly Detection, etwas, das der Mensch mit dieser Datenmenge, mit dieser Komplexität nicht mehr kann. Da brauchen wir Machine Learning, da brauchen wir auch Artificial Intelligence Unterstützung,
haben wir im Portfolio auf Basis natürlich unseres IT-Paketes. Und dazu komme ich auch gleich. Und natürlich letzter Punkt, Security, extrem wichtig für die IT-Welt, schon sehr weit vorgeschritten, aber immer noch eine große Challenge. Schlagen Sie die Zeitung auf, Data Breaches werden wahrscheinlich auch in jeder IT-Zeitschrift ein Thema sein. Natürlich auch jetzt im Edge, wo das Ganze auch weiter weg passiert. Da muss es nicht immer der Bankomat sein, der Geldautomat, der jetzt der Angriffspunkt ist. Da geht es auch um ganz andere Dinge, wie zum Beispiel ein Windrad oder ein Manufacturing Line, die auch ja, Business Critical sein können, wenn hier jemand Zugriff verlangt. Genau, wo sehen wir hier diese Helix Edge als unsere Lösung eingebettet? Ganz klar zwischen IT und OT. Weil ich habe es vorher erwähnt, BMC Software, also wir sind jetzt kein Startup für Edge Computing oder für IoT, sondern unser Kerngeschäft liegt ganz klar im IT-Bereich und da haben wir auch unsere Erfahrung und da haben wir unser Know-how über die letzten Jahrzehnte auch aufgebaut, gemeinsam mit den Partnern. Und wir sehen einfach wir wollen diese Brücke sein zwischen IT und OT, weil wir sagen, okay, die Daten, die hier im OT anfallen und auch diese Use Cases, die im OT-Bereich anfallen, die haben wir jetzt schon abgedeckt zu einem großen Teil mit unseren Lösungen. Und da geht es genau um diese Punkte, die rechts stehen. Das heißt, wir wollen wirklich in der Mitte der IT- und OT-Welt sein, die Daten verknüpfen, die Prozesse verknüpfen und da wirklich in Real-Time diese Insights schaffen, Einblicke bringen und einfach Enterprise-übergreifend komplette Transparenz schaffen. Was heißt das jetzt speziell reflektiert auf die BMC-Welt? Für uns ist die Helix Edge ganz klar eine logische Erweiterung des Portfolios. Wir decken schon Discovery ab, wir haben Monitoring, ITSM im Haus als Lösungskomponenten. Das heißt, für uns ist das ganz klar, okay, wir können hier unsere Prozesse verwenden, hier unsere Tools, unser Know-how verwenden und einfach das Portfolio erweitern, unseren Kunden und Partnern einfach mehr Abdeckung bieten und sagen, hey, du hast einen Windparkbetreiber als Kunden, du hast einen Car Manufacturer als Kunden, perfekt. Da gibt es natürlich Operations Monitoring jetzt schon im System für die internen Systeme, aber wie sieht es eigentlich mit der Edge aus? Wie sieht es mit IoT aus? Wir können die gleichen Produkte im Hintergrund verwenden. Wir stülpen darüber Helix Edge, unsere Plattform, und da haben wir perfekte Synergien und müssen nicht das Rad neu erfinden. Okay, dann würde ich jetzt schon in die Live-Demo springen und kurz anhand vom Beispiel Windpark das auch erklären und speziell auf die vier Punkte auch eingehen, wie zum Beispiel IT-OT-Assets da auch reinbringen, wie sieht es da mit Downtime-Maintenance-Themen aus und wie kann ich auch diese Meantime-to-Repair bzw. Meantime-Between-Breakdowns, wie es so schön heißt in der OT-Welt, wie kann ich die auch verhindern oder vermindern und wie sieht es aus mit, ich habe meine Assets, wie kann ich am meisten aus diesen Assets rausholen, weil am Schlussende des Tages geht es ja immer um Service Uptime, weil nur wenn mein Service läuft, kann ich auch im Endeffekt Umsatz generieren. Perfekt, also hier sehen Sie schon Helix IoT Edge. Wir gehen jetzt mal speziell auf die Windfarm-Bereich darauf. Natürlich können wir mit der gleichen Plattform auch andere Branchen oder Technologien abdecken, wie zum Beispiel Telekommunikations-Sendemasten oder einfach Manufacturing Lanes. Da sind wir sehr offen und flexibel. Also bitte mal auf die Windfarm. Perfekt. Kurz zur Erklärung, in der Demo würde ich einfach so einen Mitarbeiter spielen, der jetzt für verschiedene Windparks auch verantwortlich ist. Wie Sie sehen, jetzt übergreifend in dem Beispiel USA habe ich als Betreiber jetzt 4 Windparks und ich sehe schon, links unten, da ist etwas rot, das dürfte nicht ganz perfekt laufen. Und da würde man einfach dann mal links auf diesen vorgeschlagenen Wind Energy Center draufgehen. Habe ich hier wirklich meine Assets auf Low Level? Jedes Windrad wird angezeigt, wird mir grafisch angezeigt und bietet einfach sehr viel Übersicht schon mal über all die Assets, die ich habe. Und auf die Sensorenebene kommen wir gleich im nächsten Schritt. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Alta NS12 drauf und habe hier ein Dashboard übergreifend über meine Metriken, über alle Sensordaten, die reinkommen für dieses eine Windrad. Aber gleichzeitig sehen Sie auch jetzt gelb markiert diese Verknüpfung mit der IT-Welt, würde ich es nennen. Also wir machen hier Anomaly Detection, Event Management auch mit. Erste gelbe Box zeigt schon, okay, da hat es in der Vergangenheit schon ein Problem gehabt mit Vibrationen zur Turbine. Deshalb auch dieses rote Symbol derzeit.
Und rechts zum Beispiel auch mehr transparent für den Operations Manager. Oh, welche Tasks wurden schon in der Vergangenheit gescheduled? Welche Dinge sind schon passiert mit diesem Windrad? Also volle Transparenz darüber. Natürlich ganz wichtig, die Leistung. Welche Leistung erzielt dieses Windrad gerade? Auf Sensorebene, auf Getriebe, auf Ölstand. Also alles das wird ja transparent dargestellt. Und natürlich alles, was windradspezifisch ist, wie zum Beispiel Neigungswinkel des Rotors und solche Themen, werden hier ja einfach angezeigt für den Operations Manager relevant. Will auch jetzt nicht zu detailliert in die Windpark Engineering Geschichte eintauchen. Wie Sie ja sehen, nach gewisser Zeit ist mein Öllevel jetzt gesunken. Das heißt, der Öllevel beträgt jetzt unten sichtbar nur mehr 27,65% und sofort erkennt das System, okay, da gibt es ein Grundlevel, der muss über 44% sein. Wenn der Öllevel sinkt, weiter sinkt, generiere ich ein Event und generiere ich zeitgleich auch ein Ticket. Das heißt, im Service Management Bereich geht ein Ticket auf, da kann sich ein Service Manager darum kümmern und sagen, okay, was muss jetzt noch weiterhin passieren? Machen wir voll automatisch. Im nächsten Schritt kommt jetzt noch was dazu. Aufgrund AI, aufgrund Machine Learning, erkennen wir auch, okay, da gibt es auch eine Anomalie. Das heißt, Öllevel ist ein simples Event, das kann immer wieder mal vorkommen, fährt der Techniker raus, erhöht den Ölstand. Aber hier aufgrund des Zusammenspiels mit vorhandenen Vibrationsproblemen, mit dem Ölstandproblem, erkennt unsere Engine im Endeffekt, okay, hier muss mehr passieren. Hier muss ich ein Maintenance-Window schedulen und vielleicht können Sie es sogar lesen, hier steht auch Cutdown of Power Output. Das heißt, der Automat, die Logik des Systems erkennt, okay, hier laufe ich in einen potenziellen Breakdown rein. Ich muss die Power reduzieren, um jetzt weitere Schäden im Getriebe oder des Lagers zu verhindern. Völlig automatisch des Systems. Alles das in einem Dashboard, in einer Lösung. Im nächsten Schritt möchte ich reingehen, okay, wie sieht diese Service View dazu aus? Wie Sie ja sehen, zwei neue Service-Tickets wurden erstellt. Zum einen dieser Ölstand, der korrigiert werden muss. Zum anderen war diese Anomalie-Detection, führte dazu, dass sofort die Gearbox-Bearings, also übersetzt Getriebe, sind das die Ringe, also dass die Lager müssen ersetzt werden. Und ein Maintenance-Window wurde automatisch für dieses Windrad gescheduled. Und der Alan, dem wird das auch zugeordnet, sehen wir im nächsten Schritt, hat jetzt diese Aufgabe auch bekommen und muss jetzt dann rausfahren oder sollte rausfahren, um das zu verhindern, um dieses Windrad jetzt vor dem Breakdown zu retten, wenn man es überdramatisieren will. Also kurz noch Recap, was Sie gesehen haben. Von dem Sensor über das Windpark, über all die Metriken, die relevant sind, mit AI, mit Machine Learning, da ja Breakdown, Service Outages zu verhindern, das sehen wir ganz stark als Benefit unserer Lösung. Das machen wir heute schon in der IT-Welt, wenn wir über Server reden, über Notebooks reden, wo wir ständig monitoren und sagen, okay, ich habe jetzt so viel Monitoring-Tools, ich bekomme meine Metriken, ich will verhindern, dass mein Core-Banking-System, mein Business-Service eine Downtime hat. Das gleiche übertragen machen wir im Endeffekt für OT-Assets und decken das ab. Vielen Dank. Wunderbar. Herzlichen Dank, Matthias und Hans-Peter, für eure Ausführungen. Wir wären am Ende von unserem Webinar und hätten jetzt noch ein, zwei Minuten Zeit für Fragen aus der Zuhörerschaft. Bitte tippen Sie Ihre Fragen doch gerade direkt in den Chat ein, dass wir die können beantworten. Vielleicht in der Zwischenzeit eine Frage von meiner Seite: Ist die Helix Edge nur eine IoT-Lösung speziell für Windparks? Kurze Antwort ist nein. Also Helix Edge kann man wirklich als offene Plattform sehen, ist auch generell auch als offene Plattform konzipiert, also baut auf das EdgeX Foundry von der Linux Foundation auf, also Open Source Lösung in der Foundation jetzt und kann natürlich abdecken, komplex flexibel. Kann Windpark sein, kann aber auch Manufacturing Lane sein, es kann Wasserkraftwerke sein, sind wir sehr flexibel. Für uns ist das im Endeffekt immer die gleiche Herangehensweise. Es gibt Daten, es gibt diese OT-Daten, aus denen muss ein Modell erzeugt werden
und die Plattform ist generisch und dynamisch genug, um da alle Branchen und Industrien abzudecken. Gut, wunderbar. Danke, Matthias. Es hat bisher noch keine weitere Frage. Vielleicht noch eine andere Frage von meiner Seite. Wie lange dauert so ein Projekt in etwa? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß, aber was kann man da sagen? Also wie lange dauert ein Projekt? Das ist immer, wie teuer ist ein Auto? Kommt darauf an, welches Auto man fahren will. Aber ich würde sagen, vielleicht anders beantwortet, wenn jetzt das Unternehmen oder der Kunde schon in der IT-Welt diese Prozesse hat, die Tools hat dafür. Jetzt reden wir vom AI Operations Management, Service Management, das dynamische Service Modeling mit Discovery. Wenn das schon da ist, wenn da auch dieses Grundgerüst schon sehr, sehr ausgereift ist, dann kann natürlich diese Laufzeit der Projekte für die OT-Welt dramatisch reduziert werden. Und da reden wir von ein paar Monaten, würde ich sagen. So würde ich es beantworten. Natürlich, genaue Daten oder genaue Zahlen hängen natürlich vom Use Case ab. Aber wichtig ist, diese Relation auch zu sehen. Ist der Kunde schon, hat er schon einen Reifegrad in der IT-Welt? Hat er schon diese AI-powered Operations etabliert? Dann kann man das dramatisch reduzieren. Gut, wunderbar. Besten Dank, Matthias. Es scheint keine weitere Frage zu geben. Darum gerne stehen wir auch noch später zur Verfügung, per E-Mail oder so, können Sie auch noch weitere Fragen stellen als Expertenteam. Dann gebe ich noch schnell den Ausblick auf unser nächstes Webinar vom 25.08. Das ist nach der Sommerpause, da senden wir wieder live von unseren Ideen. Die Ideen sind die Tage, wo sich Noser Engineering das Know-how gegenseitig vermittelt, wo sich alle treffen und über spannende Themen sich austauschen. Wir werden in Kürze auch über den Kanal wieder informieren, zu welchen Themen, dass man sich live kann per Webinar dazuschalten. Sind Sie dabei? Melden Sie sich an. Herzlichen Dank für Ihr Interesse vom heutigen Webinar und ich wünsche Ihnen noch einen weiterhin erfolgreichen Tag. Auf Wiederhören. Danke. Danke. Ciao. Bitte schauen.